Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ja, ihr seht, wir haben mal ein Let's Play, und zwar ein Replay, eingeschickt von MacMocker und seinem, ja, doch durchaus guten Zug aus den Jungs, bestehend von Panzerknackern. Karte ist Redshire. Die Teams eigentlich sehr ausgeglichen, aber wie gesagt, er oder beziehungsweise dieser Zug reißt natürlich viel raus, weil da ist schon Skill gegeben. Er im Pershing unterwegs, ansonsten 110er FCM. Wir schauen doch jetzt einfach mal ganz entspannt zu, was sie uns so präsentieren. Den Anfang, den er jetzt nimmt, muss ich euch sagen, mache ich so auch gerne. Dass unten jetzt in der Minimap rechts die Namen der Panzer nicht da sind, soll uns nicht weiter stören. Das ist halt ein ab und an typisches Problem mit Replays. Dass es irgendwelche kleinen Bugs gibt. Aber scheißegal. Da stört uns jetzt mal nicht weiter. Auch hier den Weg, den er jetzt nimmt, ist sinnig. Weil da weiß er, in der Regel von rechts kann er nicht beschossen werden. Weil da ist einfach der Gegner normalerweise nicht so schnell da. Hier links wäre wiederum die falsche Entscheidung. Zumindest im Regelfall. Der Mittelspot hat jetzt keine Erkenntnisse gebracht. Da war wohl noch nichts. Da ist doch was offen. Natürlich haben sie mit dem Matchmaking auch Glück, dass sie hier Top-Tier sind. So. Na, das ist ärgerlich, dass er den Hit nicht bekommen hat. Man sieht jetzt ganz gut, der 110er fährt jetzt vorne weiter. Macht da jetzt ein bisschen Druck. Und jetzt kriegen sie auch Gegner auf. Panther und Tiger. Ah, hinter den Häusern. Ärgerlich natürlich. 150er wurde von der Hellcat getötet. Die ist nicht offen. Aber jetzt kommt er auf den Tiger drauf. Netter Hit. Oh, jetzt ist die Hellcat zumindest mal wissentlich gegeben, weil man sieht ja von rechts, dass er geschossen hat. Alle Mann zurück! Kommt dann nicht drauf. Sie geben hier gutes, knackiges Tempo vor. Beim Panther muss man nicht viel aimen. Oh, da hinten Nashorn ist natürlich schon ekliger. Da hat er daneben gesammelt. So, Nashorn hat gleich den zweiten auch noch von seinem Zugkameraden bekommen. Da schon wieder ein Hit. Da ist doch jetzt was offen da hinten gewesen. Ja, da würde ich auf die beiden nochmal erschießen. Genau, jetzt hat er sie auch. Ah, zu spät. Schade. Hätte er mal früher, die waren früher offen. Hat er nicht gesehen. Oh, Cromwell, ganze 82 Schaden. Das tut natürlich richtig weh. So. Und Panther ist weg. Aktuell 3 zu 5 für den Gegner. Aber sie haben schon 2 Kills im Zug gemacht. Wie Schmeißfliegen da vorne. Ah, die Hellcat hat natürlich eine gute Kanone. 3 zu 6 für den Gegner. Der 110er bekommt jetzt auch einiges ab. Bisschen unschöne Position jetzt, muss man so sagen. Jetzt entschließen sie sich dann wohl doch eher, den KV anzugehen und vielleicht auch nach hinten zu arbeiten, weil da sieht man, dass auf der Minimap hier zu sehen Super Pershing und T32 sowie der AMX hinten schon fast durch sind. Oh, der war schön. Der war ganz nice. Da kann er sich auch im Zugchat die Häme nicht sparen. So, ich hoffe, die Jungs, die machen jetzt keinen Unsinn, weil eigentlich muss ich sagen, sind die Panzerknacker ganz nette Kerle. So. Mit dem Komet. Ah,
wohl doch eher auf den E25 Snapshot Armor daneben gegangen. So, da hakt das Replay ab und an jetzt gerade ein bisschen. Auch das ist leider so ein Problem, was es ab und an mit den Replays gibt. Oh, der E25, der kommt jetzt aber vor. Ein Hit. Ah, jetzt zieht er sich gerade noch so zurück. 6 zu 8 für den Gegner. Im Zug allerdings schon 5 Kills, also das heißt, von 6 Kills haben sie ganze 5 gemacht. Ja, also, aber alles noch offen. Shibari hat sich den ersten Kill geholt, wenn sie Waffenbrüder haben wollen. Jeder 3, schon hätte man's. Da ist der Super Pershing, der ist auch noch rappelvoll. 2 im Cap. Schön auf die Kommandantenluke. Gut getroffen. Und Shibari macht den vierten Kill. Jetzt wird's für Waffenbrüder schon schwieriger. Abpralle am Komet, undankbar. Auch hier prallt er wieder ab. Aber 8 zu 9. Natürlich aktuell 7 Kills für sie durch den Zug. So, der hat mal wieder gesessen. Der 110er holt sich jetzt wohl gleich seinen Krieger ab. Der ist fleißig. Ah, hat er den E25 nicht bekommen. So eng. Sehr schöner Hit. So, hinten den Komet machen seine Mates. Abgeprallt. 9 Kills aktuell für den Zug. Genau, schön oben drauf. Ist beim Super Pershing immer eine ganz angenehme, weiche Stelle. Da einfach da, wo die Kanone sitzt, da oben. Da. Au, ein kritischer Treffer. Super Pershing hat jetzt wohl genug. Will jetzt hier ihn rushen. Unten Unterwanne, die geht auch mittlerweile immer. Da war er, das sieht man einfach mal, wenn jemand zu aggressiv wird wie der Super Pershing. Der hätte ihn von hinten locker noch entspannter behaken können, als hier über die Düne zu fahren. Oder Düne über den Hügel. Aktuell 9 Kills. Muss man mal festhalten. Wäre sogar fast noch ein Entscheidender drin. Jetzt müssen aber dafür alle Kills machen. T32 bietet ihm jetzt schönes Heck an. Ja, da kriegt er doch den Hit. Jetzt fahrt er weg. Natürlich typisch. Hätte auch mal den Kill haben dürfen. Ich bin ja jetzt hier ganz klar pro MacMocker. Kommt, Jungs. Hat noch alle. Der VK darf keinen mehr killen. Und sie müssen wiederum alle Gegner killen. So, der FCM ist damit mal raus. Aber wie gesagt, alles noch im Bereich des Möglichen. Jetzt genau umfahrt er die sehr gut. Muss er natürlich auf seine HP aufpassen. Weil der T32, der würde ihn halt schon einfach mal one-shotten. So, T32, erster Hit. Er dreht nicht mal den Turm. Jetzt dreht er ihn, aber das dauert zu lang. Und da macht er den Kill. Heide Witzka. Aufpassen auf die Arti, muss er auch noch. So, der Jagdtiger kommt jetzt und will ihn holen. Den Braten hat er aber gerochen. Deswegen ist er hier schon im Rückwärtsgang, beziehungsweise im Abmarsch. So, jetzt kommt der 110er wiederum dran. Der hat aber auch nicht mehr viel. Auch noch 190. Da müssen sie jetzt gut im Team zusammenspielen. So, nice. Und jetzt
Wer kriegt den Kill? Ah, da holt er sich den Krieger ab. Sehr schön, 110er. 9 Kills. 11 Kills. Jetzt fehlt die Atti. Jetzt fehlt nur noch die Atti. MacMocker schreibt es auch. Wir müssen killen. Ja, ein entscheidender, den kriegt man natürlich nicht so hin, gell? Also von dem her, sehr nice zusammengespielt. No Cap allerdings, den können sie auch ruhig cappen lassen, weil in 3 Minuten sollte das Thema auch rum sein. Pass auf, hinter dir! So, die Arti haut hier ab. Der Atze Schröder. Holt er sich den 4. oder holt sich der 110er den 7. Kill? Das ist eher die Frage und nicht, ob sie noch den entscheidenden bekommen, weil ich glaube, das ist mittlerweile ganz klar. Klar und schöner Kill. Da hat er sich den 4. geholt. 12 Kills im Platoon. Netter Schaden. Panzerass. Was will man mehr als so ein Teamspiel sehen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Ruckler, bitte seht es mir nach, beziehungsweise das ist einfach WOT beziehungsweise Replays. Bis bald. Ich wünsche euch alles Gute und alles Beste. Bis bald, euer Alcaramba.